Hallo bei Bildner TV. Eine richtig hilfreiche Funktion bei Word ist der Seriendruck. Vor allem wer Briefe mit gleichen oder ähnlichen Inhalten an verschiedene Empfänger schreibt, spart damit richtig viel Zeit und Nerven. In dieser Folge unserer Word-Reihe seht ihr, wie es funktioniert. Hallo, hier ist Ella. Und Andi, hallo. Ja, heute wenden wir uns dem Thema Seriendruck in Word zu. Eine wichtige Funktion, die sicherlich viele brauchen im Büro oder auch in der Freizeit, in Vereinen oder sei es nur, man möchte viele seiner Verwandten zu etwas einladen, zur Silberhochzeit, zur Hochzeit oder zu sonstigen Sachen, für solche Karten zum Verschicken. Für all das ist der Seriendruck sehr hilfreich. Ja, da bin ich gespannt. Lass uns doch mal nachschauen, wie das funktioniert. Ja, ich habe auch schon mal einen Brief vorbereitet, wenn wir mal ins Word schauen. Also ich habe hier einen Brief, sogar oben mit einem Briefkopf. Dann haben wir hier unseren Empfänger. Im Moment habe ich einfach nur jemanden reingeschrieben und sogar in Österreich. Aber ich übernehme keine Garantie für die Postleitzahl, ob die stimmt. Und dann hier unten unseren Brieftext. Ja, und jetzt habe ich aber eine Vielzahl an Leuten, an die ich einen und denselben Brief schicken möchte. Dafür habe ich die Funktion Seriendruck in Word und ich brauche natürlich erst einmal irgendwo die Adressen. Ich könnte sie jetzt auch alle selber noch eintippen bei der Funktion. Aber wenn man da eigene etliche Briefe hat, dann wird das sehr, sehr anstrengend, denke ja, ich mal. Ja, und das Geschickteste ist normalerweise, wenn man ja Word hat, die meisten haben dann auch Excel und in Excel ist ja so eine Adressliste relativ schnell angelegt, einfach oben Name, Vorname, Straße, Postleitzahl, Ort und dann einfach in der Liste alles der Reihe nach eingetragen. Ist eigentlich ganz simpel und genau mit so einer Datei arbeiten wir jetzt. Ja, wir haben unseren Brief, wir haben ihn fertig geschrieben und jetzt möchte ich hier meine von Hand geschriebene Adresse, die lösche ich jetzt mal raus. Jetzt möchte ich hier einfach die Adressen aus meiner Liste. Ich zeige euch mal schnell die Excel-Liste, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie das Ganze aussieht. Also ich habe hier eine Excel-Datei, die habe ich einfach mal Adressen genannt. Und in der habe ich hier einfach eine laufende Nummer, die brauche ich nicht mal. Name, Vorname, Straße, Postleitzahl, Ort und das Land. Also alles, was ich brauche. Und da können ruhig noch weitere Daten drin stehen, wie Kundennummer, Telefon, Handy, E-Mail. Was noch wichtig ist, ich brauche noch die Anrede. Am besten ist es, wenn ihr die Überschriften auch alles so benennt, also Name, Vorname, Postleitzahl, PLZ, Ort, Anrede. Bei Straße werdet ihr sehen, das kennt ihr so nicht, aber da kann ich mir später auch helfen. Da zeige ich also, woran es liegt. So, ich mache die Excel-Datei wieder zu, also ihr müsst sie nicht geöffnet haben. Wie man so eine Liste übrigens anlegt, haben wir schon mal in einem Video gezeigt. Genau, haben wir auch schon mal in einfach unseren mal Excel-Videos durchklicken. Gezeigt. So, wir wollen jetzt unseren Seriendruck starten. Alles, was ihr zum Seriendruck braucht, findet ihr oben im Register Sendungen. Ja, ich gehe auf Sendungen und hier ganz links ja, im Menüband schon. Seriendruck starten. Ihr habt jetzt hier Seriendruck mehrere Optionen, aber das, was ihr eigentlich fast immer braucht, ist der Punkt Briefe. Also Seriendruck starten, Briefe. Als nächstes müssen wir uns die Empfänger für unseren Seriendruck auswählen. Klingt logisch. Und wenn ich hier draufklicke, kann ich jetzt hier eine neue Liste eingeben. Das wäre dann einfach in Word eine Tabelle, die ich befülle. Aber wir haben ja schon eine. Also nehmen wir vorhandene Liste verwenden. Ihr könnt übrigens auch, wenn ihr in Outlook als E-Mail-Programm verwendet, dann könnt ihr auch eure Adressliste aus Outlook verwenden. Wir nehmen die vorhandene Liste. So, ich habe sie in Dokumente, Serienbrief abgelegt. Hier ist meine Excel-Liste, Adressen und Öffnen. In Excel habe ich ja mehrere Tabellenblätter und er fragt mich hier, welches Tabellenblatt ich dafür hernehmen möchte. In dem Beispiel habe ich nur eins, deswegen habe ich auch nur eins zur Auswahl. Und OK. Ihr könnt jetzt gleich überprüfen, ob ihr auch wirklich die richtigen Empfänger habt. Der nächste Punkt,
gleich rechts daneben Empfängerliste bearbeiten. Klickt da drauf und ihr solltet jetzt die komplette Liste hier zur Verfügung haben. Also wenn ich hier mal runterblätter, ja, sollten eigentlich alle drin sein. Und man kann auch bestimmte Empfänger ausblenden, indem man das Häkchen entfernt. Genau. Mhm. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel, ihr habt in der Liste 300 Leute und ihr wollt nur an 50 bestimmte, dann könnt ihr hier oben auch mal alle ausschalten und nur die paar, an die ihr verschicken wollt, die hier auch aktivieren. Mhm. Ich schalte jetzt einfach mal wieder alle ein. Aber ihr könnt hier auch auswählen, an welche nicht oder welche schon. Ihr hättet sogar noch fortgeschrittene Funktionen, auf die möchte ich jetzt hier noch nicht eingehen. Ihr könnt hier unten zum Beispiel auch filtern, dass ihr zum Beispiel sagt, ich möchte nur an alle Leute aus einem bestimmten Ort oder mit einer bestimmten Postleitzahl schicken. Also es ist alles möglich. Genau, aber wir bleiben ja einfach mal bei unseren Standardmöglichkeiten und ich nehme jetzt alle und okay. So, unsere Empfänger sind ausgewählt und jetzt muss ich natürlich nur die entsprechenden Textfelder in meinen Brief hineinsetzen. Also hier an diese Stelle soll jetzt die Adresse des Empfängers kommen und dafür hast du in Word bereits vorbereitet den Adressblock. Mhm. Also unter Sendungen klicke ich jetzt einfach auf Adressblock, da öffnet sich ein eigenes Fenster. Und dann kann ich links auswählen, wie der Name aufgebaut ist. Also hier mit der Beispiel Herr Johann Fürbass Junior. Also Anrede, Vorname und Name. Und genau, Anrede, Vorname, Name und das dann ein Zusatz. Genau. Dann die Postanschrift soll eingefügt werden und ich gebe an, dass das Land, die Region nur dann eingefügt wird, wenn es anders ist als Deutschland, also Österreich, Schweiz, Italien, dann wird es entsprechend eingefügt. Dann hast du hier bereits eine Vorschau und wie dir jetzt in der Vorschau auffällt, da fehlt etwas. Ja, die Straße. Da fehlt die Straße. Und zwar, wer genau hingesehen hat, hat vielleicht bemerkt, dass ich Straße ein klein wenig falsch geschrieben habe in der Excel-Liste. Ich habe es nämlich mit 2S, Straße mit Doppel-S und nicht mit scharfem S geschrieben. Hätte ich es mit scharfem S geschrieben, hätte er es erkannt, aber ich wollte euch ja zeigen, wie das Ganze auch funktioniert, wenn etwas nicht so ganz passt. Und zwar, euch fehlt hier einfach eine Angabe, dann geht ihr unten bei Probleme beheben auf übereinstimmende Felder festlegen. Und jetzt vergleicht ihr, in meinem Adressblock brauche ich eine Anrede und das nehme ich aus meiner Excel-Liste mit dem Überschrift Anrede. Und du siehst, Vorname ist der Vorname, der Nachname ist in meiner Excel-Liste der Punkt Name. Dann unten Ort ist Ort, Postleitzahl, bloß unterschiedlich in der Groß- und Kleinschreibung. Und die jetzt Straße. Lass mich raten, die Adresse 1 ist die Straße. Genau, die Adresse 1 ist die Straße. Das heißt, jetzt nehme ich hier bei Adresse 1, suche ich mir das jetzt aus und nehme jetzt hier die Straße. Du siehst, ich habe es hier mit Doppel-S geschrieben, deswegen erkennt das nicht. Und jetzt auf OK. Und du siehst, schon habe ich es drinnen. Ja. Und hier oben siehst du, welche Adresse gerade als Beispiel angezeigt wird. Jetzt kann ich hier auch durch meine Excel-Liste durchklicken. Und du siehst, wie sich es ändert. Und zum Beispiel hier habe ich jetzt einen Österreicher. Da wird auch das Land mit angezeigt. Und übrigens auch die österreichische Schreibweise, dass die Anrede in einer extra Zeile steht. Wenn ich jetzt wieder weiterblätter, dann habe ich wieder die deutsche Schreibweise, Anrede und Name in einer Zeile und das Land ist weggelassen. Also alles schön automatisiert. Genau. Und jetzt brauche ich nur noch mit OK bestätigen und schwupps, hier steht Adresse und das ist auch schon, was ich brauche. Man kann sich das Ganze anschauen in einer Vorschau. Ich gehe wieder oben auf das Register Sendungen und habe jetzt auf der rechten Seite einen Punkt Vorschau-Ergebnisse. Das aktiviere ich und dann sieht man gleich, wie das Ganze im Dokument aussieht. Und ich kann jetzt sogar hier oben, habe ich Pfeile zum Vor- und Zurückblättern. Ich blätter jetzt mal ganz an den Anfang zur Adresse Nummer 1. Und jetzt kann ich mit dem Pfeil nach rechts hier einfach mal die Adressen durchblättern und wir sehen hier unten, wie sich die Adressen ändern.
So, irgendwo werden wir jetzt sicherlich gleich mal einen Österreicher haben. Genau hier. Und du siehst auch, das Land wird dann entsprechend angezeigt. Ja, das war jetzt aber nur der erste Teil. Der zweite Teil ist unten die Anrede. Ah, das muss ja auch geändert werden, Genau. wer du für einen Nachname Weil steht. jetzt steht Der hier Herr Simon genau. Kroner und hier steht sehr geehrte Halten, Gruber. Also wir löschen mal diese Zeile raus, die brauchen wir nämlich Die nicht. ganze Zeile. Genau, die setzt er selber. Und ich gehe wieder oben auf Sendungen und da habe ich den Ach, Punkt die Grußzeile. Grußzeile. Und Format für die Grußzeile, da gebe ich ein sehr geehrter Herr Fürbass. Dieser Fürbass ist immer das Beispiel. Also nicht wundern, wenn er gar nicht in eurer Liste auftaucht, das ist nur das Beispiel. Ein Komma. Und falls das nicht eindeutig zugeordnet werden kann, schreibt er sehr geehrte Damen und Herren. Hier unten können wir uns wieder unsere Adressen anschauen, was er schreibt. Zum Beispiel würde jetzt hier sehr geehrter Herr Kroner schreiben und wenn ich weiterblätter, sehr geehrte Frau Leubel. Bei den Adressen kann ich mal ein bisschen durchblättern, ob das so passt, was er schreibt. Und dann nur noch mit OK bestätigen. Und schon habe ich hier meine Zeile. Und wenn wir oben vergleichen, der Herr Harald Turner und hier sehr geehrter Herr Turner. Und ich blätter mal weiter. Wow. Eine Sabine Gruber, eine sehr geehrte Frau Ja. Gruber. Hier habe ich ein Beispiel, hier habe ich einen Fehler in der Excel-Liste. Das liegt natürlich an meiner Dateneingabe in Excel und nicht jetzt hier an Word. Also ihr müsst schon schauen, dass ihr eure Daten in der Excel-Liste entsprechend richtig eingegeben Also habt. sollte man hier doch noch alle durchblättern, bevor man dann den Seriendruck Gut, oder halt ihr startet. seht jetzt, da habe ich einen Fehler und dann greift ihr halt noch in eure Excel-Datei ein. Das geht genauso. Okay. Ja, jetzt habe ich eigentlich alles, was ich so für den Standardbrief brauche. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel noch weitere Felder einfügen möchte, zum Beispiel oben hier im Adressblock möchte ich gern die Kundennummer angeben von dem Kunden. Oder ich habe jetzt hier mal im Beispiel einfach geschrieben, sehr geehrte Frau Gruber, Ihre Mobiltelefonnummer lautet. Vielleicht, wenn wir da nachfragen wollen oder was abgleichen wollen. Jetzt kann ich auch noch alles, was in meiner Excel-Liste als Spalte vorhanden ist, kann ich hier im Seriendruck verwenden. Ich gehe einfach oben auf Sendungen, also ich gehe erst an die Stelle, wo ich es eingefügt haben möchte. Hier, gehe oben auf Sendungen und gehe jetzt auf den Punkt Seriendruckfeld einfügen. Und hier hast du jetzt Da hat man sehr alles, viel was in der Liste Auswahlmöglichkeit. vorhanden ist. Und jetzt suche ich mir raus, was denn ich gern für einen Punkt hätte, ob ich jetzt hier das Land, den Vornamen oder zum Beispiel hier die Handynummer. Und dann wird hier die Handynummer angezeigt. Und es geht natürlich genauso, wenn ich eine Kundennummer oder Sozialversicherungsnummer oder Rechnungsnummer oder Karteinummer, was auch immer man alles hat in seiner Liste. All das kann ich jetzt natürlich hier im Text angreifen, aufgreifen und mit anzeigen lassen. Ja, das ist wirklich praktisch. Also man spart sich auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit damit. Wäre ja doof, wenn man sich jeden Brief einzeln irgendwie gestaltet und Genau. ja. Und wenn ich jetzt mal zum Beispiel in eine Firma gehe oder auch in einen Verein, die haben ja irgendwo schon eine Liste mit ihren Kunden oder mit den Vereinsmitgliedern, im Excel, im Outlook, in einem Adressverwaltungsprogramm. Und in sehr, sehr vielen dieser Programme kann ich mir natürlich die Liste auch exportieren lassen in eine Excel-Datei. Und dann kann ich das jederzeit in Word nutzen. Ja, super praktisch. Also in der Leiste arbeitet man einfach die einzelnen Punkte ab. Die sind Genau. ja auch schön angeordnet, der Reihe nach. Genau, und jetzt fehlt noch das Letzte. Wir wollen sie noch ausdrucken. Und zum Drucken haben wir, ich gehe mal wieder zur ersten Adresse. Zum Drucken haben wir hier neben diesem Bereich Fertigstellen und Zusammenführen. Und wenn ich hier mal unten auf den Pfeil klicke, Fertigstellen und Zusammenführen, habe ich jetzt die Möglichkeit, einzelne Dokumente bearbeiten. Bedeutet, er erzeugt mir jetzt eine neue Word-Datei. Und angenommen, ich habe ein DIN A4 Blatt Brief und ich habe 50 Adressen, dann würde er mir jetzt ein Dokument mit 50 Seiten erstellen, wo auf jeder Seite der Brief nur mit einer neuen Anschrift ist. Und das wollen wir. So könnte ich zum Beispiel auch noch einzelne Dokumente nachbearbeiten, dass ich beim Herrn Bauer noch etwas Ach dazu so, schreibe. okay. Wenn ich aber einfach nur drucken will,
dann gehe ich einfach auf Dokumente drucken. Und man muss nichts mehr ausbessern oder. Genau, dann wird sofort der Drucker angeworfen und kommt jetzt 50 Mal mein Brief heraus. Und wenn ich in der Liste eine E-Mail-Adresse angegeben habe und ein E-Mail-Programm bei mir am Computer eingerichtet ist, dann kann ich das Ganze auch als E-Mail-Nachricht senden. Wie gesagt, Voraussetzung, in der Liste muss eine E-Mail-Adresse hinterlegt sein und ich muss auf meinem Computer ein E-Mail-Programm verwenden. Also nicht nur Webmail, sondern direkt ein E-Mail-Programm, wie Outlook zum Beispiel. Okay. Ja, und am besten zeigen kann ich es jetzt mal in einzelne Dokumente bearbeiten. Das nehme ich jetzt mal. Klick. Er fragt jetzt, welche Datensätze, und ich sage alle. Ich könnte jetzt aber zum Beispiel auch nur den aktuellen Datensatz. Oder wenn du jetzt zum Beispiel 1000 Adressen hast, dann wirst du die höchstwahrscheinlich nicht sofort alle 1000 Stück auf einmal ausdrucken, sondern nur so 100er blockweise, damit du es besser korrigieren kannst oder auch zusammenstapeln kannst. Also da würde man jetzt von anklicken, genau. Von 1 bis 100. Dann könnte ich sagen von Adresse 1 bis 100. Übrigens nicht irritieren lassen, da ist in der deutschen Word-Version ein bisschen blöder Übersetzungsfehler. Hier steht von an. Achso, ja. Das heißt eigentlich von bis. Klar. Und natürlich dann beim nächsten Druck würde ich dann von 100, nicht 1001, von 101 bis 200 und so weiter. Und was ist der Unterschied zwischen alle und aktueller Datensatz? Aktueller Datensatz ist nur der eine, also jetzt in dem Fall hier der Rudolf Bauer. Ach, okay. Und zum Beispiel, du hast jetzt all deine Briefe ausgedruckt und schaust, blätterst sie nochmal durch und dann entdeckst du, der Drucker hat bei einem oder zwei gesponnen, der Ausdruck ist nicht richtig, den musst du nochmal ausdrucken. Wäre natürlich blöd, wenn du jetzt wieder alle ausdrucken müsstest, sondern ich gehe mal hier auf Abbrechen. Du suchst dir den Datensatz, zum Beispiel jetzt hier die Frau Birgit Ortler, das hat im Ausdruck nicht geklappt, warum auch immer. Und jetzt kann ich nochmal fertigstellen und zusammenführen, Dokument drucken. Das wäre dann der aktuelle Datensatz. Einzelne Dokumente und dann nehme ich nur den aktuellen, dann wird jetzt nur hier in diesem Beispiel die Frau Ortler ausgedruckt. Ich nehme jetzt alle und gehe auf OK. Und jetzt wurde mir ein neues Dokument erstellt. Das siehst du schon, wenn ich mal unten in der Taskleiste, dass ich jetzt zwei Word-Dokumente habe. Der neue ist mein Serienbrief 1. Und hier, wenn ich jetzt runterblätter, habe ich den Brief und dann kommt der Brief wieder mit neuer Adresse. Alle zusammengefasst. Und der nächste Brief. Und jetzt könnte ich sozusagen noch einzelne Personen, einzelne Briefe nachbearbeiten, weil ich vielleicht dann noch was dazu schreiben will oder dann noch was abändern will bei ein paar bestimmten Personen. Also auch wenn man drucken klickt, es wird nicht gleich gedruckt, sondern... Doch, das war jetzt ja nicht drucken, das war jetzt, wenn ich das hier nochmal schließe, nicht speichern. Ich bin jetzt wieder in meinem Seriendruckdokument, fertigstellen und zusammenführen, bei Dokumente drucken, kommt auch dieser Menüpunkt und dann wird sofort gedruckt. Okay. Das, was wir jetzt gesehen haben, ist fertigstellen und zusammenführen und einzelne Dokumente bearbeiten. Genau. Okay. Ja, und damit könnt ihr eigentlich schon das Wichtigste zum Seriendruck. Es gibt natürlich noch einige Spezialfälle, wo man viel, viel mehr ins Detail muss, aber ich denke, 98% könnt ihr damit abdecken und sei es im Beruf, Studium oder auch privat nutzen. Ja, wollt ihr das nochmal nachlesen oder mehr über Word erfahren, dann schaut doch einfach mal unten in der Beschreibung. Dort findet ihr die Links zu unseren Büchern. Sie sind von Dozenten geschrieben, die über sehr viel Schulungs- und Beratungserfahrung verfügen. Genau, einer sitzt neben mir. Klickt euch doch einfach mal durch. Abonnieren nicht vergessen, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Und lasst uns einen Daumen hoch da für das Video. Wir sehen uns bei Wildner TV. Ciao. Ciao.